Hallo und herzlich willkommen zum Dezember-Loot-Unboxing. Ein bisschen verspätet zwar, aber besser spät als nie. Wir haben wieder eine etwas größere Kiste bekommen. Bin ich mal sehr gespannt, was den Mehrwert ausmacht. So. Oha. Oha, oha. Oha, oha. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Das ist natürlich die ultimative Ablenkung aus Monkey Island. Und selbstverständlich genau richtig für unser sich immer weiter ausweitendes Kuscheltier-Dingens. Turtles-Shampoo. Bath and Shower Gel. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, that's apparently a thing. Natürlich wieder eine Tasse. Star Wars. BB-8. Also langsam habe ich mehr als genug Tassen, aber keine zwei identischen. Das ist sehr lustig, wenn jemand zum Kaffee trinken kommt. Natürlich das. Achso! Falls die Tassen nicht reichen, ein The Incredible Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, Spider-Man, Comic Cover, Trinkbecher. Sehr cool. Das ist massives Plastik. Sehr schön. Nice. Und das T-Shirt. Oh, wie nice. Ich muss es mal so kurz angucken. Ach, natürlich hier, das Schwert von Cloud, von Leon? Squall Lionheart, genau. Aus dem 8. Ich habe das erst einmal gespielt und da war ich 12 oder so. Und das in der Mitte, oh, lass mich lügen. Ist das das von Tidus? Hat der denn so jetzt mit Wiederhaken? Aber für die, die es nicht kennen, natürlich Final Fantasy. Jetzt sieht man, dass ich schon lange nicht mehr beim Friseur war. Aber das macht auch nichts. Anfänger. Ja. So, Dezember-Loot. Ja, Preise schreiben sie offenbar nicht mehr dabei. Egal. Also, wir hatten die BB-8-Tasse. Eure Tassensammlung wächst und wächst. Wenn sie es nur selber einsehen. Komplettiert eure Sammlung mit dieser starken BB-8-Tasse. Eine Tasse für jeden Tag des Jahres. Das ist unser erklärtes Ziel. Alles klar. Marvel-Becher. Vielseitiger Becher mit Marvel-Motiv, mit dem ihr nichts verschütten könnt. Nie wieder aus einem Herrenhut trinken müssen. Dank Loot Raider. Sehr nice. Dann das Turtles Duschgel. Mit diesem praktischen Duschgel riecht ihr hoffentlich nicht wie die berühmten Schildkröten. Die wohnen immerhin in der Kanalisation. Ja. Monkey Island Plüschaffe. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Mehr braucht es dann nicht. T-Shirt. Final Fantasy geht mit dem 15. Teil an den Start und wir haben das passende Outfit dazu. Genau. Also, wenn irgendjemand weiß, von wem das mittlere Schwert ist, ich glaube, es ist Tidus aus Teil 10. Bitte lasst es mich wissen.
das war dieses. Und dann sehen wir uns vermutlich im Februar, dann mit dem Januar-Loot. Tschüss.